Ich bin heute am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Hier in Garching befasst sich Hans Böhringer mit der Strukturbildung im Universum. Das Thema, wie sich der Kosmos entwickelt, wie sich die Galaxien entwickeln, welche Struktur sie haben, hat sich ja in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten, ja, deutlich verbessert, die Kenntnis darüber. Wie sieht denn der Kosmos heute aus? Wir haben, wenn wir auf die galaktische Skala gehen, haben wir zunächst mal unsere eigene Galaxie, und ähnlich wie unsere eigene Galaxien gibt es Milliarden von Galaxien, die sich dann im ganzen Universum anordnen. Wir sehen eine Anordnung, die große Leerräume kennt. Auf der anderen Seite ordnen sich dann die Galaxien in einem großen Galaxienhaufen an, die durch Filamente verbunden sind. Und was heißt Filamente? Können Sie uns das etwas näher erläutern? Man kann sich so vorstellen, die Leerräume breiten sich aus wie Seifenblasen. Dann entstehen die an den Rändern von diesen Leerräumen, sammelt sich die Materie an. Sie ballt sich zusammen unter der Schwerkraft. Dort bilden sich Galaxien, einmal in scheibenförmigen Gebilden, wie die große Mauer, die dann aber auch nochmal in einer Dimension schrumpfen können und dann diese Filamente bilden. Und dort, wo sich am meisten Materie zusammenballt, an den Schnittpunkten der Filamente, dort bilden sich überhaupt die größten Objekte im Universum, die wir als Galaxienhaufen kennen. Das hört sich jetzt nach dem Stichwort Gravitation an. Jetzt hat man doch in der Schule gelernt, dass wir in einem expandierenden Universum leben, also dass die Objekte im Universum auseinanderfliegen. Können Sie uns erklären, wie sozusagen die Gravitation, die ja genau entgegengesetzt ist, also Materie anzieht, und die Expansion des Universums sich bedingen, abhängen voneinander oder gegenseitig auch aufheben? Ja, also das Auseinanderfliegen kommt zunächst aus dem Ursprung, was wir mit Urknall bezeichnen. Dort fing es irgendwie an mit einem expandierender Materie, die zunächst sehr, sehr gleichförmig verteilt war. Aber in dieser Materie gibt es Strukturen, gibt es kleine Dichteschwankungen, die im frühen Universum vielleicht durch Quantenfluktuationen gesetzt wurden. Immer dort, wo ich etwas mehr Materie habe, wirkt die Gravitationskraft ein bisschen stärker als woanders. Dort, wo es sich immer weiter verdichtet, geht die Expansion immer langsamer. Wenn ich genug Materie zusammenbringen kann, kann ich dort sogar die Expansion schlagen und kann dort die Materie dazu bringen, dass sie zusammenballt. An kleinen Stellen dort entstehen dann die Galaxien, aus der sich zusammenballenden Materie unter ihrer Schwerkraft. An anderen Stellen entstehen eben filamentartige Strukturen, Galaxienhaufen oder sogar sehr, sehr große Gebilde, die wir als Superhaufen bezeichnen. Ist es also tatsächlich so, dass die Gravitation und die Expansion in gewissem Wettstreit umeinander liegen und dass die Materie darüber entscheidet, wer gewinnt? Ja, es ist noch etwas dramatischer in unserem heutigen, gegenwärtig akzeptierten Modell des Universums, in dem es eine kosmologische Konstante gibt. Die sorgt dafür sogar, dass das Universum heutzutage beschleunigt auseinanderfliegt. In dem alten Modell, das wir hatten, würde die Expansion durch die Wirkung der Schwerkraft langsam im Unendlichen zur Ruhe kommen. Das passiert nicht mehr in dem neuen Modell, weil dieses kosmologische Konstante versucht, das Universum immer schneller auseinanderzutreiben. Und wir haben die beiden konkurrierenden Kräfte, einmal die Gravitation, die bestimmte Gebiete im Universum, die schwer genug sind, aneinander kettet und dort größere Materieansammlungen schafft. Und wir haben die kosmologische Konstante, oder inzwischen gibt es ja mehrere Möglichkeiten, dieses Auseinanderstieben des Universums zu erklären, das man mit dem Schlagwort dunkle Energie bezeichnet. Und diese dunkle Energie, die wirkt eben entgegen. Und was wir also in Zukunft sehen werden, ist, dass es einige Regionen gibt, die durch die Gravitation zusammengehalten werden, aber dass die Räume dann zwischen diesen Objekten, die die Gravitation zusammenhält, immer größer werden. Und Sie sind Wissenschaftler und kein Philosoph, aber nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle doch die Frage stellen nach Ihrer persönlichen Einschätzung. Sie befassen sich sehr intensiv damit, wie sich der Kosmos entwickelt. Diese Entwicklung hört ja nicht mit dem Ist-Stand auf, sondern geht auch weiter. Was für eine Vorstellung ist in Ihrem Kopf, wenn Sie sich die weitere Entwicklung des Universums vorstellen? Was sehen Sie da? Wohin geht das?
Ja, wir haben natürlich nur diesen einen Zeitausschnitt und wir kennen nur die Physik, die beschreibt, was im gegenwärtigen Universum passiert. Aber wenn wir annehmen, dass nichts Neues dazukommt, dass alles sich so weiterentwickelt, wie wir es im Augenblick sehen, leben wir eigentlich im Augenblick mit in der interessantesten Zeit. Es passiert am meisten, es bilden sich immer noch neue Galaxien, immer noch neue Strukturen. Aber dieses weitere Wachstum der Strukturen wird irgendwann zum Erliegen kommen, weil eben sich die Materiegebilde, die sich gebildet haben, immer weiter voneinander entfernen und nicht immer wieder zusammentreffen können und größere Strukturen bilden. Es wird also riesige Leerräume geben mit einigen Inseln, wo noch irgendwas passiert, aber immer mehr zur Ruhe kommt. Und im Vergleich also zur Zukunft leben wir eigentlich im Moment in einem recht interessanten Universum, wo noch viel Neues passiert. Sie sagen, das Universum wird zur Ruhe kommen. Heute ist das ja nicht so. Es spielen sich ja dramatische Szenen im Universum ab. Vielleicht können Sie uns da ein paar Beispiele nennen, was da im kosmischen Maßstab an Katastrophen passiert. Ja, also wir kennen zum Beispiel eine der dramatischsten Katastrophen, die wir sehen, ist immer, wenn sich zwei größere Strukturen, die sich schon gebildet haben, also zum Beispiel die größten Einheiten, die wir kennen, Galaxienhaufen, wenn die sich nahe genug kommen, dass die Gravitation sie anziehen kann, dann stoßen diese Gebilde zusammen. Es wird eine ungeheure Energie freigesetzt, zum Beispiel die Gaswolken, die verbunden sind mit diesen Galaxienhaufen. Die stoßen mit hoher Geschwindigkeit zusammen. Durch die Stoßwelle, die beim Zusammenstoß erzeugt wird, wird das Gas aufgeheizt. Und durch solche Galaxienhaufen bilden sich also durch viele solche Zusammenstöße. Und am Ende sehen wir diese Galaxienhaufen mit heißem Gas erfüllt, was Temperaturen von mehreren 10 Millionen Grad angenommen hat. Und diese hohe Temperatur kommt durch diese energetischen Ereignisse der Zusammenstöße zustande. Lange Zeit war man der Meinung, dass die intergalaktischen Regionen relativ leer sind. Jetzt kennen wir diese Filamentstruktur, in der vor allem auch diese heißen Gase ja vorhanden sind. Hat man die auch tatsächlich schon beobachtet oder ist das eine rein theoretische Annahme, dass es diese heißen Gase zwischen den Galaxien gibt? Wir haben immer noch ein Problem, ganz genau zu sagen, welches Medium also den intergalaktischen Raum ganz genau erfüllt. Aber wir wissen im Prinzip eines: Wir wissen, wie viel herkömmliche Materie im Universum da ist, was einmal Sterne, Galaxien und auch innergalaktisches Gas oder Plasma bilden können. Und wenn wir nachgucken, wie viel von dieser herkömmlichen Materie tatsächlich in Sterne gegangen ist und als leuchtende Materie in Galaxien erscheint, ist es etwas mehr als 10% oder etwas mehr als 10%. Und die große Frage ist, wo ist die restliche dieser Materie? Wenn wir aber zum Beispiel in die Galaxienhaufen schauen, dort wird das Gas aufgeheizt. In dieser Region können wir dieses heiße Gas sehen. Und dort passt es auch, also können wir tatsächlich die Bilanz erfüllen. Und wenn wir sagen, das Stück Materie, was wir im Galaxienhaufen beobachten, ist repräsentativ für das ganze Universum, haben wir dort intergalaktische Materie, die Galaxien und alles zusammen gibt die richtige Mischung von herkömmlicher Materie. Gehen wir aus den Galaxienhaufen raus, dann wird das Medium so dünn und hat vielleicht eine Temperatur von, was wir annehmen, von 10 hoch, von 100.000 Grad bis 1 Million Grad, dann ist es sehr, sehr schwer zu beobachten. Und wir kämpfen im Augenblick damit, genau dieses Gas nachzuweisen. Wann glauben Sie, könnte so ein Nachweis gelingen, dieser ganz dünnen Materie zwischen den Galaxien? Müssen wir da auf Athena warten? Eine Sonde, die im Jahr 20 etwa starten soll? Oder, nee, noch später, glaube ich sogar. 2028 ist der 28, müssen wir augenblickliche da so Stand. lange warten? Oder haben Sie Hoffnung, dass man die vielleicht auch schon vorher entdecken könnte? Also eine Möglichkeit, die nachzuweisen, ist, sie in Absorption zu sehen. Man benutzt eine ganz helle Lichtquelle in großer Entfernung, und das sind eben die Quasare im Röntgenbereich, und versucht im Röntgenlicht eines Quasars Absorption dieser Materie zu finden in Form von Absorptionslinien. Das wurde schon immer wieder versucht. Es ist sehr, sehr schwierig, aber es laufen im Augenblick Beobachtungsprogramme, auch mit XMM-Newton. Wenn Sie so zurückschauen, die letzten 20 Jahre, wo sagen Sie, sind
die großen Entdeckungen gewesen in diesen 20 Jahren? Wo hat sich unsere Kenntnis dramatisch verändert, was jetzt Ihren speziellen Forschungsbereich betrifft? Ich glaube, wenn wir die letzten 20 Jahre nehmen, natürlich war eine sehr dramatische Entdeckung, dass sich das Universum beschleunigt ausbreitet und dass es tatsächlich entweder eine kosmologische Konstante geben muss, wie das Einstein schon mal spekulativ in seine Gleichungen eingeführt hatte und später aber wieder verworfen hatte, oder ist es tatsächlich vielleicht etwas Komplexeres als nur eine Konstante in den Gravitationsgleichungen und gibt uns Hinweise auf eine sehr interessante Physik, die wir noch nicht kennen. Das macht die Sache im Augenblick sehr spannend. Eine weitere sehr wichtige Entwicklung ist, dass wir die Struktur des Universums sehr gut verstehen können. Und was für uns also sehr erstaunlich ist, dass die Struktur erklärbar scheint mit dem Modell, das wir im Augenblick des Universums haben, das aber natürlich einige hypothetische Annahmen macht. Wenn ich annehme, dass es ein inflationäres Universum am Anfang gegeben hat, in dem Quantenfluktuationen als winzige Dichteschwankungen in einem gleichmäßig verteilten Plasma des Universums gesetzt wurden, die dann durch diese schnelle Ausbreitung, inflationäre Ausbreitung des Universums von atomaren Skala auf Galaxienskala und noch größere Skala transportiert werde, dass das der Ursprung der Strukturen im Universum ist. Und da ich dann ein Modell dafür habe, kann ich also eine Theorie machen, kann sagen, wie kann das am besten funktionieren mit einem einfachen Modell. Dann kann ich tatsächlich, habe ich die Anfangsbedingungen, die ich in ein Modell reinstecken muss, um die Struktur des Universums zu erklären. Und das passt wunderbar mit dem überein, was wir tatsächlich beobachten, mit den einfachsten Modellen, die man machen kann. Und viele von den einfachen Voraussagen, zum Beispiel, dass die Saat für die Struktur eine einfache statistische Verteilung gehabt haben muss, wenn man es mit einer gaußschen Analysemethoden beschreibt. All diese Dinge haben sich anscheinend verwirklicht. Ein großer Fortschritt, dieses alles genau zu untersuchen, gibt uns zum Beispiel die Beobachtung des Mikrowellenhintergrunds, das ein Wärmebild im Prinzip des frühen Universums ist und das mit dem Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, kurz gesagt WMAP, oder jetzt durch den Planck-Satelliten abgebildet wurde, das deutet wirklich tatsächlich darauf hin, dass man mit so einer einfachen Inflationstheorie und deren Art und Weise die Struktur, die Anfangsbedingungen der Struktur zu schaffen, dass man dort tatsächlich die Beobachtungen erklären kann.